Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Janine. Heute möchte ich euch gern ein paar praktische Tipps geben oder einfach weitergeben, was mir geholfen hat bzw. hilft, weil es geht um ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt, wo ich auch gerne schon sehr lange schon rausgekommen wäre bzw. was ich schon gerne lange überwunden hätte, was aber nicht so leicht ist, weil ihr wisst, also wir Menschen sind da ein bisschen schwierig mit so schlechten Angewohnheiten und negativen Gefühlsregungen so in uns, dass wir das loswerden. Es geht heute um Eifersucht. Dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff. Ja, Eifersucht ist besonders unter Christen, also die, die versuchen wirklich mit Jesus zu gehen und ein gutes christliches Leben zu führen. Das heißt, Menschen, die gerne sich an die Bibel halten und an das Wort Gottes und gerne Gott näher kommen möchten, müssen sich von Sünde trennen und Sünde bye-bye sagen, tschüssi, ja. Und es gilt auch für Eifersucht. Eifersucht ist eine der größten Übel. Es gibt noch viele andere, aber es geht jetzt gerade mal um Eifersucht. Und meine Idee, ja, Tipp oder Möglichkeit, wie man damit umgehen kann und was, wie man das loswerden kann. Ich denke, wenn man eifersüchtig ist, ist das hauptsächlich aus zwei Gründen. Nämlich, erstens stimmt etwas mit deinem Gottesbild nicht. Zweitens stimmt etwas mit deiner Identität nicht oder mit deinem Selbstbild. Ich denke, es hilft, wenn ich mir über mein Gottesbild klar werde und das vielleicht ein bisschen korrigiere. Es kann sein, dass ich als Christ vielleicht auf andere schaue und denke, die haben ein größeres Haus, die haben ein größeres Auto, die haben immer irgendwie Erfolg, die kriegen die besten Jobs und die kriegen viel mehr Segen und Heilung und Gnade und überhaupt alles viel mehr besser als bei mir. Ich meine, das ist auch eine Neigung, ja, zu sagen, ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, beim Nachbarn, ne? Aber wenn du nicht weißt, wie sehr Gott dich liebt, dann ist natürlich bei anderen alles besser, ja? Und du denkst, Gott segnet die anderen viel mehr als mich. Wenn du denkst, dass Gott Lieblingskinder hat und dass er manche Menschen bevorzugt, oder wenn du denkst, nur wenn ich wirklich viel bete, wenn ich viel in die Kirche gehe, wenn ich möglichst viel faste und mich wirklich ganz, ganz doll bemühe und mich am besten knechte und peinige und wenn ich irgendwie Gottes Gefallen auf mich herabrufen kann, nur dann bekomme ich das, was ich mir wünsche oder nur dann bekomme ich Gottes Gnade und Gottes Segen, dann ist es ein sehr harsches Gottesbild. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, ja, ich will jetzt wirklich nicht, ich bin niemand, um das zu korrigieren, aber es ist einfach eine natürliche Folge davon, von unserem Gottesbild, wenn es einfach ein bisschen zu harsch ist, dass wir dann denken, dass Gott uns nicht segnen will oder Gott uns nicht unendlich liebt. Es ist aber so, dass Gott unser Vater ist und dass er uns über alles liebt. Er hat seinen Sohn für uns hingegeben, der ist für uns gestorben und auferstanden. Gott liebt uns, wir sind seine Kinder und das steht tausendmal in verschiedenen Versen in der Bibel. Wir gehören ihm und er liebt uns unendlich. Und dann komme ich gleich in diese zweite Seite der Münze, sage ich jetzt mal, unsere Identität. Das ergibt sich nämlich direkt aus unserem Gottesbild, das wir haben. Wer bin ich? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich bin geliebt von Gott. Alles, was Gott gehört, gehört mir. Mein Papa, mein himmlischer Vater, ist der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Und er hat seinen Sohn für mich hingegeben. Ich bin unendlich geliebt. Wenn ich es schaffe und wenn du es schaffst, vielleicht zu diesem Punkt zu kommen, wo du erkennst und wo du irgendwie ein bisschen das mehr, das wirklich Realität für dich wird, dass du weißt, du bist unendlich geliebt, dann hast du gar keinen Grund mehr, auf andere zu schauen. Dann gibt es gar nichts anderes mehr, was du wollen könntest, denn du weißt, dein himmlischer Vater ist der allmächtige Gott und er kann alles machen. Für Gott ist nichts unmöglich und Gott wird dir natürlich alles schenken, was du brauchst und was er für dich vorbereitet hat. Und es geht gar nicht darum, dass du alles bekommst, was du willst. Das ist nicht, was ich jetzt sagen will,
sondern es geht darum, dass du dann einfach dich entspannen kannst, weil du weißt, Gott hat einen Plan für dich, Gott will, dass es dir gut geht und du kannst dich einfach auf Gott verlassen. Und du brauchst nicht mehr denken, oh, was brauche ich, was will ich, was muss ich haben oder was haben andere, was habe ich nicht, sondern du hast Gott. Was mehr brauchst du? Ich hoffe, dass dich das heute gesegnet hat. Wenn das so ist, dann bitte like und teile dieses Video und abonniere unseren Kanal, falls du noch nicht abonniert hast. Ich wünsche dir alles, alles Beste und Gottes reichen Segen.